Comrade fragt Pete Smeed, wie viele Fehlerpunkte hattet ihr bei eurer theoretischen Fahrprüfung? Ich habe Motorrad und Auto zusammengemacht und ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich hatte, weil die Fragen haben ja unterschiedlich viel Wert, aber ich hatte eine Frage falsch. Das weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Also wirklich nicht. Ich hatte auf jeden Fall Fehlerpunkte. Eigentlich auch gar nicht so wenig, aber auch nicht so, dass es knapp geworden ist. Irgendwie so mittel. Keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass ich sie auf Anhieb beide bestanden habe. Sowohl die theoretische als auch die praktische Prüfung auf Anhieb bestanden. Als wenn ich das jetzt noch genau weiß. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht 0 waren. Und ich würde sogar vermuten, ich glaube, es waren mehr als 5. Aber ich weiß dann leider nicht mehr, wie viel. Ich habe es beim ersten Mal geschafft. Und ich glaube, es war jetzt nicht nur ein Punktunterschied oder so ein Shit. Aber es war auch nicht 0. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich hatte in meiner ersten Theorieprüfung 12 Fehlerpunkte. Und in meiner zweiten dann, glaube ich, nur noch 7. Ja, ich habe ein bisschen Augen zu und durch bei der ersten Prüfung gemacht. Ich habe nicht alle Blätter gemacht, weil irgendwann dachte ich mir so, puh, also ich glaube, das schaffe ich schon. Und dann kam der Bogen dran, der Dinge drin hatte, so wie Anhänger und sowas, was ich nicht so viel gelernt hatte, beziehungsweise noch gar nicht kannte teilweise. Und ja, und dann habe ich beim zweiten Mal einfach alle Bögen gelernt, zweimal und dann war gut.